Hallo meine lieben Freunde der Action-, Horror- und Splatter-Spiele und herzlich willkommen auf der Insel Palanai. Kapitel 1 Paradise. Heißt die Insel so oder nennen sie es nur Paradies? Obwohl ich schätze, es wird wohl nicht mehr so ein Paradies sein, sonst wäre das Spiel ja zu einfach. Hey. Hey, wake up. You all right? Oh. What happened? The ship must have capsized. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? Only one way to find out. Where am I? Palanai. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. It's spread here as well? Jesus. The whole island's gone to hell. Jesus Christ. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Nun sind wir also auf dieser Insel gestrandet und haben nur ein schäbiges Messer. Das ist ja absolut toll. Ja, riesiges Chaos. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier noch irgendeine andere Waffe rumliegt. Ja, toll. Ein Paddel. Was noch schlechter ist, ist meine jetzige Waffe. Ja gut, nehmen wir es mal mit. Vielleicht geht mein Messer irgendwann mal zu Bruch und dann können wir das dann brauchen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal zum Baumhaus gehen. Zum Baumhaus der Familie Robinson. Und schauen, was die Überlebenden dort so machen. Ja, ich hasse überall diese Blutspuren am Boden. Das heißt dann immer, es könnte ein Zombie aus dem Boden rauspoppen. Bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg? Ah, braver Zombie. Bleib tot. Ist nichts drin. Eine große Batterie. Ja, können wir sicher irgendwann mal benutzen. Für irgendwas kann man das sicher brauchen. Ah. Ein Schild. Ein Wegweiser. Weise mir den Weg, oh weiser Wegweiser. Paradise, Pearl Sands. Ich würde mal sagen, wir müssen Richtung Paradise. Das sieht ganz gut aus. Ach, und danke, dass wieder die Wegpunkte da sind. Die kleinen Punkte auf der Minimap, die mir zeigen, wo ich hin muss. Hüpp, da liegt was. Ah, ein Brecheisen, ein Brecheisen. Schon mal einiges besser als das Mistmesser. Hab ich heute Rhymes drauf, ist ja krass, ne? Okay. Paradise. Betritt das Lager. Gut, das ging doch jetzt recht schnell und einfach. Oh ne. Oh ne. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Na gut. Dann gehen wir im Zombie-Schnetzeln. Du bleibst liegen. Du bleibst auch liegen. Ich will nicht schon wieder von hinten angegriffen werden. Da braucht jemand Hilfe. Na gut. Ach. Treffen soll die auch noch. So. Zombie 1 platt. Oh, der braucht wirklich Hilfe. Lasst mich durch, ihr Mist-Zombies. Oh, und schon wieder keine Ausdauer. Das ist schlecht. Und jetzt kommen alle zu mir. Ah. Oh, oh. Wenn ich keine Ausdauer habe, können die mich auf den Boden werfen. Das mag ich nicht. Ich könnte mir auch ein bisschen helfen beim Töten. Gehst du weg? Mehr Ausdauer wäre schon praktisch hier. Ah, Mistschlampe, verpiss dich. Oh, ah, shit. Vielleicht mal nachher ein Medikit schlucken. Oder eine Spritze setzen oder was auch immer. So, es sind doch die meisten hier ausgerottet. Ach, Schädel einschlagen hier. Da kommen hier immer mehr. Das ist eine Scheiße. Ah, immer wieder dieselbe Schlampe. Könntest du mal liegen bleiben? Du auch. Der hat echt nichts drauf hier, der Typ. So, komm, lass den mal in Ruhe. So, jetzt müssen wir noch die anderen retten. Super. Wer hat's denn am nötigsten? Lass die Leute in Ruhe hier.
Oh, es sind alle in Gefahr. Loslassen, so kannst du ihn sicher selber zerstückeln. Ist noch die letzte Person. Kann sich dann auch wieder selber helfen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. So, weg mit dir! So, um auf Nummer sicher zu gehen, noch schnell eine Spritze setzen. Du hast immer noch Probleme. Geh weg! Na bitte, geht doch. So, alle Zombies weg. Bist du der Boss hier? Nee. Wer ist hier der Chef? Ich will den Chef sprechen. Sprich mit Trevor. Wer ist denn Trevor? I'm glad you made it. Du siehst nicht wie Trevor. Oh, da ist er ja. Oh, thank God. We beat them back. Oh, Jesus. Yo. I thought we were goners. Where the hell did you come from? It's not important. What is important is locking this place down, starting with the bridge. It's the weakest point in our defenses. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Ja, kein Problem. Dann stellen wir doch ein paar Zäune auf. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. Ja, das sollte ich doch noch gerade hinkriegen. Also einmal Zaun. Ja, das ist sehr einfach. Da lag aber noch irgendwas. Auch ein Snack. Ja, schnell mal ein bisschen snacken. Hätte ich das Medikit nicht gebraucht. Na, ja, egal. Besser das Medikit nehmen und nicht sterben, als das Medikit nicht nehmen und sterben. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, wie viele Zäune muss ich denn da aufstellen? Noch drei. Einmal hier. Und ich könnte wetten, sobald ich die Zäune aufgestellt habe, werden wir angegriffen. Das ist nur so eine Vermutung. Dann sollte ich vielleicht den letzten Zaun von außen aufstellen, dass ich die Zombies schon aufhalten kann. Ich probiere es mal so. Also, dass ich den letzten Zaun von außen aufstelle und dann von außen versuche zu verteidigen. Könnte eine blöde Idee sein. Seife! Oh, ich habe Seife, ich kann mich waschen. Geil. So, jetzt lass mich mal schön durch. Dann stellen wir den Zaun mal so auf. Ja, ich habe mich vorbereitet. Es kommen aber keine Zombies. Doch. Ja, wo denn? Wieso muss ich denn dorthin? Na gut. Und wieder hin. Warum ist... Treffen soll ich auch noch. Hallo? Ich bin hier, Mistvieh. Ich will jetzt aber nicht ganz Ausdauer zum Rennen verbrauchen. Das wäre praktischer, wenn ich sie zum Zombie-Schlachten brauchen könnte. Yeah. Schon Ausdauer. Also sehr schlau sind sie zum Glück nicht, die Untoten hier. Nein, 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 nein! Das war knapp. Sie sind schon drin. So eine Scheiße. Dann mal schnell weg mit dem Zaun. Nein, ich will hier... Nein! Ach, leck mich, ich will durch. Ich muss den Leuten hier helfen. Ach, verpiss dich. Nein! So, komm. Wer ist in Gefahr? Du bist in Gefahr. Du bist in Gefahr. Nein, nicht du. Hier. Oh, ich habe eine Trophäe. Das ist schön. Du bleibst liegen. Und wo ist... Der andere ist jetzt einfach weggerannt. Ja, jetzt habe ich die Trophäe gekriegt.
Ah, fuck, da ist jemand in Gefahr. Was kann. Oh, zwei gegen einen. Also gegen eine. Ne, zwei gegen zwei. Wär doch fair gewesen. Könnt ihr euch nicht gegenseitig helfen? Schon wieder kein Ausdauer mehr. Das hat doch gerade irgendwas angezeigt. Ach, der lebt noch. Naja, leben. Er ist immer noch untot. Jetzt ist er ganz tot. Ja. Wäre das verteidigt. Ich gehe mir jetzt erstmal gucken. Hier. Energy Drink. Ach, ich bin schon aufgeladen. Na gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder mit Trevor reden. Hell, that was close. Struth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now, the fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Gut, gehen wir die Brücke zerstören. Sicher eine gute Idee, eine Holzbrücke in einem Holzdorf anzuzünden. Oh, fick, komm. Hoppala. Okay, das war Glück. Ich wollte eigentlich ein Zielkreuz haben, aber ist ja egal. Aber einer hat es durchgeschafft. Gib mein Messer zurück. I heard the explosion. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors. And they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he can... What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. You know, bombs fell there. You sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get off this goddamn island. Fuck me. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Hi, come here. Und ich sehe wieder was. Es geht also weiter. Zoe, mit dir könnte ich wahrscheinlich handeln. It might be worth speaking to Harlow. She seems to know all about the island. Perhaps I can help. If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? Ich wollte zwar eigentlich keine Nebenmissionen machen, aber scheint ganz praktisch zu sein. The cables are in a shack not far from here, and the batteries are at a camping site. Ja, mach mal doch. Aber ich wollte eigentlich mit dir handeln. Obwohl ich nicht viel hab zum Handeln. Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich hab? Ah, doch, jetzt sehe ich, wie viel Geld ich hab. Wilde Clown, Stufe 19, das würde ja funktionieren.
Ach, schottischer Langdolch, okay. Exotische Stockmesser? Nee. Werfbar will ich auch nicht. Das ist ja eher hier der Nahkämpfer. Dann wäre eigentlich die wilden Klauen perfekt für ihn. Das hat man ja auch schon am Anfang gesehen. Ja, kaufen wir. Jetzt rüsten wir die auch gleich aus. Naja, ich suche später ein Boot. Ich will jetzt erstmal mein Inventar. Wilde Klauen. Wilde Klauen. Nehmen wir hier anstatt das Paddel. Ja, den Rest behalten wir erstmal noch. Ja, erstmal einen Energy Drink zu sich nehmen. Das tut immer ganz gut. Ach, es sind noch Upgrades verfügbar. Machen wir das auch noch schnell. Was haben wir denn hier? Töten eines Feindes erhöht den Schaden für 5 Sekunden. Machen wir das doch schnell. Und dann später kann ich beim Rennen ausgeführte Tritte versuchen, großen Schaden und können den Feind niederwerfen. Das machen wir dann später. Was ist denn bei Team? Ah, da kann ich mir überall Quests abholen oder eben auch nicht. Aber ich mache jetzt erstmal das mit dem Elektrozaun. Und das scheint auch aktiv zu sein. Gut. Ich würde das jetzt gern machen. Es wäre auch schön, wenn mir der Weg angezeigt wird. Das wäre auf jeden Fall nett. Ja, ja, wir können später reden. Ich will jetzt erstmal Elektrozäune bauen. Aber am besten, ich guck mal auf die Karte. Oh, supi. Oh, supi, das ist hier irgendwo in der Pampa drin. Nee, dann kannst mich mal. Dann mache ich lieber Hauptmission und irgendwann später dann das mit den Elektrozäunen. Gut, wer gibt mir Hauptmission? Listen. Von dir habe ich irgendwas gekriegt, oder? Ach so, eine Nagelpistole. Cool. Gibst du mir eine Hauptmission? You and Hardy don't like each other very much, do you? We had a misunderstanding. It's not important. I'll deal with it. That's not going to cause any problems for the rest of us, is it? We've got enough to worry about. Like I said, I'll deal with it. Just tell me how to get to Henderson. The jungle's flooded from the monsoons, so I think the only way is by the sea. One of the other guys here is from Halai, and he says it's a fishing village. They should still have boats. Once you get one of them, it shouldn't be hard to reach Henderson. When are you leaving? Oh, das machen wir doch gleich. Das sieht nach Hauptmission aus. Suche einen Weg durch den Dschungel. Yeah. Ja, machen wir. Good. The sooner you get to Henderson, the sooner we get out of here. As you can see, we each contribute to the team's safety and well-being with our own particular talents. If you bring us the right supplies, you can take advantage of our talents too. Ja, von, ich glaube, von deinen Talenten würde ich gerne profitieren. Na gut, lassen wir das lieber sein und gehen das Boot holen. Und ich bin auch mal gespannt, die Kralle auszuprobieren. Nee, ins Haus gehe ich jetzt mal nicht rein. Oh, die Brücke ist ja schön marode. Und außerdem hieß es nicht, Brücken sind schwach. Schwachpunkte? Hm? Vielleicht? Oh ja, ein Zombie. Ja! Komm her. Ah, Ficker. Okay, mit den Krallen, das funktioniert nicht, noch nicht so, wie ich das gern hätte. Da muss ich noch üben. Aber es verbraucht nicht so viel Ausdauer wie das andere Zeug. Und ist dann auch recht wirkungsvoll, wenn man den mal trifft. Ja, braver Wolverine. So, mal ein bisschen Geld von den Leichen klauen. Die brauchen sie eh nicht mehr. Das sieht ja schick aus hier. Ist nicht mehr viel übrig vom Schädel. Oh, ein Auto. Ich darf Auto fahren. Ach, und die haben natürlich das Lenkrad auf der falschen Seite. Ah, oh, eine Batterie. Kann man sicher brauchen. Ah, da suchen wir noch schnell die Koffer. Vielleicht ist irgendwas Praktisches dabei. Außer Geld. Inselführer. Hm. Also es hilft mir nicht bei der Karte. Das ist wahrscheinlich irgendwie wieder sowas Optionales. Suche so und so viel.
Mistvieh. Ja, aber ich glaube, die Krallen, die werde ich auf jeden Fall reparieren, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Also da gucke ich, dass die nicht kaputt gehen. So, komm. Oh ja, das Auto funktioniert. Das ist ja cool. Das macht mir die ganze Sache hier ein bisschen einfacher. Okay, Herausforderung, aufgestaute Aggression. Das ist auch recht interessant. Und ja, ich fahre hier an Haufen Zombies vorbei. Und manche überfahre ich, manche eben nicht. Also es kommt mir jetzt nicht in den Sinn, hier irgendwo anzuhalten. Hoppala, war da was? Ach, überall das Gebrülle hier. Ja, das wäre eine ziemlich schöne Ferieninsel, wenn ich überall Zombies rumlaufen würden. Jetzt muss ich dann nachher kurz mal gucken, wie weit ich hier überhaupt gekommen bin. Vielleicht bin ich dann sogar schon... Moment, Karte. Ich glaube, ich folge lieber erstmal der Straße, oder? Ja, ja, sehen wir uns ein bisschen auf der Straße um. Vielleicht komme ich dann irgendwo an dem Dreieck vorbei. Dreieck? Komme ich jetzt auf Dreieck? Vielleicht komme ich irgendwann am Ausrufezeichen vorbei. Oh, meine Scheibe ist kaputt. Dankeschön, das... Ich glaube... Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit gefahren. Das ist doof. Ja, retten wir halt den Typen. Ist ja einfach, wenn man hier alle Zombies mit dem Auto überfährt. So, da ist noch einer. So, seid ihr jetzt endlich alle kaputt? Ja, da hinten hat sich noch einer versteckt. Ja, Zeit für ein bisschen Klauen-Action. Friss meine Krallen, du Mistding. Na bitte, geht doch. Ja, kein Problem, wenn ich schon mal in der Nähe war. Außerdem kann ich dir dann deine Äpfel wegessen.